Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Transient World 4. Wir fahren heute den Intercity 1912 Norddeich und den habe ich aus dem Workshop. Heute fährst du den Intercity 1912 in Richtung Norddeich Mole von Mainz nach Koblenz. Mit Halt in Bingen und Boppard. Vergiss nicht in der Lok die ZWS einzustellen. Gute Fahrt. Zugdaten 9, 18, 26, 2, 0. Okay. 260 Meter, 200. 18 für die Bremshundertstel. Und ZWS, also 19, 18, 26. Alles klar. Passt. Dann würde ich sagen, machen wir das mal hier zuerst. Mach mal auf die Tür, bitte. Machst du auf? Dankeschön. So, raus hier. Wir haben eine Sonderlackierung. 50 Jahre Intercity. Gibt's ebenfalls aus dem Traders Club. Ah, ich bin mal gespannt. Das wird meine erste richtige Fahrt mit dem Steuerwagen werden. Kleine Testfahrt vom Szenario habe ich gemacht. So die ersten 10 Minuten, um zu schauen, ob soweit alles funktioniert. Hat funktioniert. Und jetzt machen wir es richtig. Mal sehen. Siddele. Warum ist der Stromabnehmer hier oben? Siddele. Wir machen das mal auf ZBS. Ich tue das jetzt mal ignorieren mit dem Stromabnehmer. Für die Fahrt reicht es erstmal. Steht da eigentlich was drauf? Nö, schade. Moin sehen, bitte alle einsteigen. Wir fahren nach Koblenz. Wir haben Gott sei Dank eh ganz gut Zeit. 15 nach soll die Abfahrt sein. Da wären wir wieder da. Ich werde da noch einmal kurz zumachen. Ich will das von hier drin steuern. Also, stellen wir dich mal als erstes ein. Einmal 9, die 18. 26. Und 20. Okay. Hätten wir drin. Sifo mache ich aus. Zugspitzensignale, der Rest passt. Okay. Einmal der Hebel rein. Und wir sagen rechts freigeben. Beim Schlüssel entriegelt. Dann Zugsammelschiene machen wir ein. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Und was für ein Intercity war das jetzt? Plan. Wann das jetzt? Übersicht. Nachrichtenprotokoll. Ich glaube 1912. So, Zugnummer. 1912. Glaube ich. Eingabe. Anmelden. Super. Er ist glücklich. Sonst Instrumentenbeleuchtung braucht man eigentlich keine. Wobei, wie wird es denn aussehen? Macht einen ganz großen Unterschied. Ja, passt. Außenkontrolle. Lichter sind an. Mich nochmal hinten aus. Sieht auch gut aus. Ah. So hat auch der Stromabnehmer gewechselt. Okay, cool. Das passt. Ein paar Minuten noch Zeit. Sollte ich in dem Video ein bisschen anders klingen oder ein bisschen doof, dann sei das zu entschuldigen. Ich habe leider mein Soundboard zurücksetzen müssen, weil Update fehlgeschlagen und jetzt bin ich so ein bisschen auf Grundeinstellung, beziehungsweise ich bin noch an der Findung, wie ich es richtig einstellen soll. Also sei das nicht zu entschuldigen. Wird dann hoffentlich über die Videos dann besser. Das ist etwas, was ich hasse. Mikrofon fein einstellen. Ah, okay.
Störung blinkt. Sollte aber passen. So, hör mal kurz drauf. Also Störung ist mit an, damit ihr seht. Ich lasse es momentan mal auf Faktor 1. Ich möchte heute nochmal mal ankommen. Und dann werden wir jetzt gleich mal die Türen zumachen. Da können wir schon mal ein bisschen runtergehen. Dann kriegen wir hoffentlich gleich mal die Ausfahrt. So, machen wir die Tür zu. Schließvorgang eingeleitet. So, mal kurz gucken, ob wirklich zu ist. Sieht wirklich zu aus. Okay, gut. Dann sind wir bereits zur Abfahrt. Sorry. Geben Sie mal Gas, bitte. Gut, wir rollen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So. Einmal befreien. Hier momentan 80, dann gleich 100. So muss das. Ja, und per Zufall bin ich heute drauf gekommen, dass es wohl mit YouTube-Kanalmitgliedschaft auf iOS-Geräten gar nicht so einfach ist. Der liebe Richard hat sich bei mir gemeldet, dass er nicht Kanalmitglied werden konnte, weil der Button nicht da ist. Und bei der Recherche bin ich dann drauf gekommen, dass... Ich hab doch die Siva abgedreht. Moment einmal. Ich hab jetzt hier geschlossen. Siva aus. Wollen Sie Siva jetzt wieder an? Jedenfalls, was ich sagen wollte ist, ja, Apple ist ja dafür bekannt, dass sie da recht viel Gebühren mitverlangen bei Einkäufen. Auf iOS, da gab es ja schon richtig Beef mit den Epic Game Store und Co. Jedenfalls hat es auch YouTube betroffen und YouTube hat dann gesagt, ah ja, den Button nehmen wir weg auf iOS. Geht nur über den Browser. Oder halt auf Desktop. Was natürlich ein bisschen umständlich ist. Ich meine, klar, jetzt könnte man sagen, Google kann sich sowas oder soll sich sowas leisten können. Aber 30% Umsatz ist natürlich schon ein bisschen was. Aber der Streit hat ja dazu geführt, dass hier mitunter jetzt ja der eigene App Store dann kommt. Bei Apple. Oder glaube ich auch schon da ist. Epic ist ja da schon am Machen. Aber die haben sich ja da richtig den Kopf eingeschlagen. Na, warte mal, ich habe da so eine Idee wegen der Siva. Muss mal ganz kurz aufstehen. Ach da. Deaktiviert. Offen. Oh, jetzt soll es aber nicht mehr kommen. Ja, Kampf der Giganten. Aber wo halt solche Gebühren extrem sind, ist glaube ich nicht so viel Indie-Entwickler mit ihren Apps. Keine Ahnung, wenn du so eine kleine App hast oder so. Und da dann Sachen verkauft bist und dann immer mindestens 30% rechnen musst. Das glaube ich tut dann schon ein bisschen weh. Aber gut. Trotzdem an der Stelle, Richard, schön, dass du mit als Kanalmitglied mit dabei bist. Freut mich sehr. Auf die gefällt, was du da so alles bekommst. Und natürlich auch alle anderen. Ist natürlich optional. Die meisten Videos kommen ja dann für alle dann raus, aber nicht alle. Das ist ja mehr so um quasi zusätzlich zu unterstützen. So viel zu Eigenwerbung. Wir gehen jetzt hier mal Vollgas. 160. Ich habe auch mal heute geschaut, ob das Ganze hier auch mit dem Raider funktionieren würde. Das wäre zumindest hier mit den Hebeln zum Bedienen ein bisschen angenehmer. Aber das scheint nicht zu gehen. Ich habe nochmal kalibriert, taucht aber auch nicht unter den Profilen auf. Vermutlich weil Expertline. Schade. Ist die
Frage, ob es eventuell über Dritt-Plugins gehen würde, aber das habe ich jetzt noch nicht probiert. So. Ja, wären wir dann soweit auf Speed. Schauen wir, dass wir nicht auf die 160 raufkommen. Die PCB ist sonst nicht so toll. Moin, Kollege. Also ich hoffe mal, das Szenario an sich funktioniert auch. Weiß man ja nie beim Workshop, ob es komplett durchgetestet ist. Aber gut, wenn wir dann irgendwo rumstehen, dann stehen wir halt rum. Aber bis jetzt erstmal grüne Welle. Ja, ein bisschen mehr Leistung, nämlich, kann ich schon geben. Was ist das? Das sehe ich nicht gern. So viel zum Thema grüne Welle. Sehr normal. Steht ein Zug? Genau das meinte ich. Ja, ich konnte es gerade nicht ausmachen, ob er fährt. Nee, warte mal, du kannst noch ein bisschen rollen hier. Könnte es natürlich so machen, dass wir jetzt hier auch nicht über den 500-Hertz-Magneten drüber donnern. Oh, geh du mal auf Minimum. Oh, sieben, also 8%. Vectron. Mal sehen. Ja, doch, der fährt weg. Richibon. Oh, komplett durchgemischt. Ich will jetzt nicht auf die Magneten fahren. Oh, ein bisschen weiter nach vorne. Störung blinkt wieder. Also ja, gut. Das normale Zeugs. Yes. Das sehe ich schon mal viel lieber. Aber jetzt können wir hier da dieser 218 hinterherfahren. Just in case. Oh, nice. Ja, geil. Dann Hebel nach unten. Vollgas. Aber das wird nicht lang dauern, bis wir den wieder einholen. Wenn der hier gehalten hat, dann wird es ein Regio sein, I guess. Okay, Holzlieferung am Start. Und was haben wir vorne? Eine Vectron. Die hat ja auch das neue Suspension-Update bekommen.
bin ja mit der 800er Zoomer schon gefahren. Das ist ja schönes Auf- und Abwackeln da. Merkt man ganz gut in dem Video her, dass man hier das Auf- und Ab nicht hat. Nettes Feature, muss ich schon sagen. Auch wenn mich das mit der SBB nach wie vor ärgert. Ich hoffe, da gibt es noch mal ein Umdenken. Jetzt sind wir noch gerade ein bisschen grenzwertig unterwegs von der Geschwindigkeit. Mal sehen. Immer noch grüne Welle. Frage ist, wie lange noch? Ebenfalls grün. Und ich bin immer überlegen, ob ich am Wochenende nicht mal kurz so einen Community Report für Trains in World mache, wie es aussieht mit diversen Streckenprojekten im Editor, wie so der Progress ist. Es sind ja doch mehrere Sachen am... Oh, scheiße. Mehrere Sachen am Laufen zeitgleich. Und da mal schauen, wie der Zwischenstand ist, was vielleicht aufgegeben worden ist. Einfach mal, um einen Überblick zu schaffen. Oh, das, glaube ich, das Signal kommt ein bisschen schnell. Oh ja, da unten ist es. Vollbremsung. Ui, das ging jetzt gerade ein bisschen schnell. Einmal von 160 runter, aber immerhin nicht drüber. Ja. In der 500 Hertz. Holy smokes, sag mal. Das ist neu, dass die da so rumqualmt. Okay. Okay, das reicht schon wieder. Störung immer noch die gleichen. Also keine Störung. Ja, noch 13 Kilometer. Na komm, gib mir Fahrt. Wäre natürlich schön, wenn ich als Intercity den Kollegen irgendwie überholen könnte. Vielleicht den Bingerbrück. Wenn wir mal sehen. Na? Komm, jetzt jeden Moment. Yes. Guck mal. Ah, ja. Geben Sie mal ein bisschen Schmackes. Und da vorne dann 60. Ja, aber ich kann mich nicht befreien. So. Das heißt erstmal 40 und das nächste ist auch wieder rot.
Aber warum darf ich jetzt an der Stelle mich nicht befreien? Ah, jetzt hat er's. Ach, komm schon. Wenn du mit der Tastatur da auf A gehst, dann geht er da auf oben, aber geht da nicht nur eins weiter auf Minimum. Okay. Jetzt Überholung? Oder wieso geht's hier noch links? Schauen wir mal, wo das Gleis doch hier hingeht. Moin sehen. Ey, das ist doch total unnötig. Hätte doch ruhig auf dem rechten Gleis bleiben können. Ah, die Fahrdienstleiter hier. Sidele, 160 wieder. Vollgas. 12 Kilometer sind es noch. Sieht frei aus, dann kann ich ja mal ganz kurz nach hinten gucken. Ah, schon nice. Ankündigung 150. Wir gehen auf Minimum. Hä? Da ist er ja. Oh, geil. Überholt. Alter Schlingel, ey. Mit dem Steuerwagen wäre es eigentlich auch mal interessant, mit der 101 zu fahren. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Wegen der Kompatibilität. Oh ja, wäre mal ein Experiment. Ich musste jetzt gerade irgendwie an das Video von The Train TV denken, wo sie da die Waggonschmiede da in Görlitz präsentiert haben, bzw. die History, auch mit deren ganzen Steuerwagen. Da haben sie noch die alten gezeigt. Das ist noch ein schöner YouTube-Kanal. Auch wenn die Videos ein bisschen dated manchmal sind und ich weiß, ich bin jetzt so der ganz der tolle Fan, wie sie die Videos da so gestalten, also die teilweise die ganz kurzen mit Verlinkungen, ja, da gibt es dann das Vollvideo davon. Aber abgesehen davon, immer wieder mal was Interessantes mit dabei, ich kann es nur empfehlen. Dann sind ja auch professionell gemacht, die Dinger. In letzter Zeit kommt ein bisschen sehr viel S-Bahn-Thema von der History. Aber auch nicht unspannend. Da bin ich jetzt parallel auch noch dabei, die historische, also den historischen S-Bahn-Verein Berlin ein bisschen am Beobachten, bis jetzt da den letzten Wagen restauriert haben und die Sonderfahrten machen. Da hätte ich jetzt auch mal Bock, irgendwie mal mitzufahren bei so einer Fahrt.
der sieht jetzt, wo er fertig restauriert ist, oh, Deutsch, richtig gut aus, wie neu. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stunden Arbeit dahinter stecken. Es wird ja eh noch spannend mit den historischen Fahrten da, wenn sie da das Zugsicherungssystem umstellen. Das wird nicht einfacher für die alten Fahrzeuge. Ich meine, grundsätzlich nicht. Gerade mit dem Ausbau von ETCS. Da werden die Strecken dann immer weniger, wo du historisch umfahren kannst. Und umrüsten wird zwar theoretisch ja schon gehen, aber es ist eine Frage des Geldes. Und ob sich das dann rentiert. Und was als ehrenamtlicher Verein, wo du dann eh schon recht viel Ausgaben hast für den Allgemeinunterhalt, dann noch EDCS einbauen lassen. Ja, es ist sportlich. Silly, da vorne anhalten. Das ging jetzt aber schnell. Tschüss, schönen guten Tag. 90. Jetzt sind wir eh schon auf 80 runter. Da können wir noch mal ein bisschen Gas geben hier. See, da wären wir inklusive ICE. Mal sehen. Ja, das war ein bisschen zu viel gebremst. So, komm, bleib mal stehen. Oh, das Quietschen ist eklig. So, Tür auf, dankeschön. Keine neuen Störungen. Türen? Okay. Er hat's. Okay. Ja, Wahnsinn, da steigen sogar Leute ein, ganz hinten. Sollen wir. Oh, jetzt hier ist erst. Das alte DB-Logo. Sollen wir mal vielleicht den Störungsfaktor hochdrehen? Zuerst mal Fancies. Mit der Gefahr, dass ich dann vielleicht nicht weiß, wie es beheben kann. Ja, das klingt doch nach einer guten Idee. Chaosfaktor anpassen. Zimmer 1. Ist was, machen wir es mal harmlos. Ein Chaosfaktor von 9 lässt Störungen 9-mal häufiger als normal auftreten. 95. wie kann ich das wieder löschen? So. Machen wir mal einen Mittelwert. Machen wir mal 5. Ich hoffe, ich bereue das nicht. So, Türen verriegeln. Schließvorgang eingeleitet. Ja, okay. Nächster halt Bubbert. Ach komm schon.
Ja, vielleicht die gerade mit volle Pulle hier wegfahren. Ja, interessant, Bremse ging jetzt mit aus. Jetzt ist alles aus. Okay. Mein Kollege. Moin Stellwerk. Du noch in Betrieb bist? Also ich mag es da bezweifeln, aber schönes Stellwerk an sich. Oh, da habe ich jetzt gerade letztens das Stellwerk von Three Bridges in England gesehen. Riesen Anlage. Eine richtig schön elektromechanisch. Mit einer riesen Anzeigewand. Ist ja ein Rondell drin. Schaut richtig geil aus. Und gemäß Info, aber ich habe nochmal nachgefragt, weil sie dann auch das neue Zentralstellwerk gezeigt haben, wie lange das in Betrieb ist. Und dann hat es geheißen, ja, das wird noch länger in Betrieb sein. Und mal schauen, wenn ich das. Ja, ich werde es mal in die Videobeschreibung reinpacken, das Video mit den Stellwerken. Und schau auf Marshall. Sehr spannend anzusehen. Da haben sie dann auch noch die komplett mechanische Stellwerk gezeigt. Was in der Nähe von London noch aktiv ist, auf so einer, der kleiner Kopfbahnhof war das. Und dann ist auch die Frage, also die Grundfrage war, warum hat es denn noch so Semaphorsignalen auf diversen Streckenabschnitten und warum ist das nicht modernisiert worden? Und die Antwort war dann quasi, naja, normalerweise tust du ja so Sachen modernisieren, wenn du es A nicht mal warten kannst, weil dann die Teile fällen, oder B, du willst irgendwie mehr Züge auf die Strecke bringen und brauchst entsprechend da mal ein neues Signalsystem. Und in dem Fall, wo jetzt die Semaphorsignale noch da waren, inklusive das Stellwerk dazu, also es ist schon teilmodernisiert worden, also dass diverse Seilzüge dann halt weggefallen sind und dann läuft es halt elektromechanisch. Und da war es halt so, ja, immer ein Zugaufkommen ist gleichbleibend, das funktioniert so, wie es jetzt gerade ist. Und Ersatzteile kriegen sie auch. Da sind sie jetzt kein Grund, da Geld zu investieren, dass man das austauscht. Was ja auch irgendwo Sinn macht. Ich meine, früher oder später haben sie dann gesagt, wird es dann vermutlich mal ausgetauscht werden, aber sicherlich nicht so schnell, solange es funktioniert und es keine Probleme hat. Da finde ich es ein bisschen schade in der Schweiz, dass sie da die ganzen Stellwerke schon modernisiert haben. Also ich meine, die alten Pulte sind ja noch da, aber halt nicht mehr in Betrieb, beziehungsweise wenn, dann halt nur noch für Notfall teilweise. Aber auch nicht mehr lange. Alles über das Zentralstellwerk. Ja, immer noch keine Störung, Gott sei Dank. Innerlich hoffe ich mal, dass es so bleibt. Ja, grüne Welle, geil. Es ist so eine schöne Bahnstrecke. Wenn die Texturen laden würden. Ach ja. Schon am besten auf die Seite darüber. Rechts gibt's nicht. Ist eigentlich komisch, dass es jetzt so komisch aussieht.
Ende August wird jetzt dann noch spannend werden mit der Ankündigung für TSW 5. Also je nachdem, wann ihr das Video anseht, dann ist vermutlich ja schon draußen. Ich frage mich halt echt, was dann der Keycatcher sein wird, dass sie sagen, ja, deswegen brauchen wir wieder eine neue Version. Die... Oh, EBW lässt grüßen. Ich finde eigentlich so eine Variante besser, wie es zum Beispiel beim Euro Truck Simulator ist, dass es eigentlich eine Version ist, aber die konstant verbessert und geupgradet wird. Fände ich ein bisschen sauberer, aber da kannst du natürlich weniger Umsatz machen mit dem Modell. Ich finde auch die Nummerierung von TS Classic, das ist total schwachsinnig, immer klar. Da wird zwar das Grundsystem nicht wirklich verändert, aber trotzdem da jedes Mal die Version zu ändern, das ist total dumm. Aber Gott sei Dank muss man das hier nicht jedes Mal neu kaufen. Ja, wir könnten noch mal ein bisschen mehr Leistung hier geben. Na, mit 110er statt 120 unterwegs. Diese 130, aber da hinten kommt schon wieder 120. Es lohnt sich ja gar nicht, 130 zu fahren. Sagen wir mal, wieso haben wir keinen Saft mehr von oben? Das jetzt hier? Moment mal. Ach, das... Okay, der geht nur nach oben, wenn... Wenn ich da Leistung gebe. Aber da hat sich jetzt gerade den Hauptschalter rausgeschmissen. Aber nichts auf dem Störungsbrett. Es wird witzig. Ja. Mal wieder auf Minimum. So 16%. Wenn man da die 120 hält damit. Jetzt sieht es wieder einigermaßen gut aus auf der rechten Seite. Okay. Das muss so. Ja, doch, es sieht halt schon echt gut aus. Muss man dem schon lassen. Moin sehen. Wisst ihr, was eigentlich auch noch eine geile Idee wäre? So eine Art Live-Fahrplan. Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, von der Strecke dir von der Bahn oder je nachdem halt dir anzeigen zu lassen, was gerade jetzt im Moment live da so rumfährt,
und du das irgendwie adaptieren könntest für ein Transient World. Also sagen kannst, okay, du gehst in im freien Spiel rein und dann übernimmst du halt einen dieser Züge, der da halt gerade rumfährt. Jetzt gerade in real quasi und dann fährst du den. Klar, muss ich dann ein bisschen adaptieren. Aber alle anderen Züge fahren dann genauso, wie sie halt jetzt gerade in der Realität fahren, inklusive Verspätung oder wenn dann Überholungen stattfinden, dass du das dann irgendwie in Transient World hättest. Also wäre vermutlich gerade das Leichteste zum Nachmachen. Aber cool wäre das, wenn du sagst, so ja, jetzt lad mal die Daten von jetzt rein und dann fahren wir damit. Das wäre spaßig. Das wird den Fahrplan wesentlich interessanter machen. Also gerade wenn man weiß, jetzt ist gerade irgendwie mega Verspätung oder Störung oder so. Und gerade wenn ihr das vielleicht sogar irgendwie online sehen könntest, wenn ihr zum Beispiel auf Gegengleis fahren müssen oder sowas oder Gleiswechselbetrieb, dass es dann genauso auch in Transient World wäre. Das wäre natürlich ein super extra Plus. Aber rein nur schon das mit den Verspätungen oder aktuellen Live-Daten, das war schon mal ein guter Anfang. Das glaube ich wäre schon mal einigermaßen machbar. Oh scheiße. Der kommt 100. Ich muss bremsen. So, ist gut. Ja, ein bisschen too much. Aber ich stelle es mir gerade so vor, bist gerade in echt da in dem Zug drin, hast das Transient World offen und fährst genau den gleichen Zug. Kommst dann an einen Zielbahnhof an und kannst sagen, hey, in Transient World war ich aber schneller. Ich habe das mal versucht mit Stellwerksim zu machen, als ich nach Österreich gefahren bin. Da habe ich dann quasi mir die Stellwerke rausgesucht, wo halt der Zug, in dem ich jetzt gerade drin bin, halt gerade fährt. Na klar, die Fahrplandaten sind natürlich nicht aktuell. Also zumindest in dem Fall, wo ich das gemacht habe. Aber das hat so einigermaßen gut funktioniert. Bis dann halt im Zug natürlich die Linienverbindung immer wieder mal so Schluck aufhaben. Und stell sie, finde das ja unglaublich ungeil, wenn du mal kurz einen Unterbruch hast. Da ist es ja nicht so, dass du da irgendwie Verbindung wieder aufnehmen kannst. Du musst ja wieder komplett zumachen und wieder aufmachen. Und wenn du es dann auch noch im Online-Modus machst, dann hast du ja noch diesen Timeout. Ich glaube, 2 Minuten sind es für das gleiche Stellwerk. Das ist schon ein bisschen nervig. Und ich habe das auf der Strecke Zürich-Kufstein gemacht. Wo du halt die tollen Tunneln hast und die Bergstrecken. Nicht zu empfehlen, verstell sie. Vielleicht wird es besser gehen, wenn du zum Beispiel in einem Railjet drin bist oder ICE. Mit einem Onboard-WLAN. Wobei, ich vermute mal, auch da wirst du im Tunnel dann keine Verbindung haben. Oder zumindest nicht immer. So, immer noch keine Störung. Auf der Strecke Bahndienst könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder S-Bahn. Weil der Ausblick ist einfach schon geil. Dann kann ich mal ein bisschen Schmackes reingeben.
vielleicht einen Tick mehr. Ja, gut, doch zu viel. Ja, passt. Jetzt gehen wir wieder runter. Ja, 4,5 km/h zu schnell. Ah, jetzt haben wir eh 110. Kannst du übersehen. Na dann, gehen wir mal ein bisschen Gas hier. Wenn schon, denn schon. Wobei, es geht bergab. Lassen wir das mal lieber. Ich würde sogar mal ein bisschen reinbremsen. Ich glaube, das passt. Ich sag's euch, ich freue mich gerade schon, wenn wir hier in Bobart angekommen sind. Da werde ich mal ganz kurz einen Cut machen. Ich muss bei mir mal die Klimaanlage einschalten. Es wird einfach echt warm hier im Büro. Wenn es wieder kühl ist, und dann geht es wieder weiter. Aber für euch ist es einfach nur eine kleine Blende. Die Magie des Videoschnitts. Warte mal, war das gerade eine ÖBB-Lok? ÖBB-Vektron? Mein Kollege. Ach nee. Was ist denn nun schon wieder da vorne? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen hart reingegangen. Wo ist das Signal? Gestern hinten um die Kurve. Die Art von Störung wollte ich eigentlich nicht haben. Ach, da vorne ist es. Komplett übersehen. Du, bleib mal stehen, bitte. Ach, Mann. Oh. Wollt's mir doch verarschen. So, dann fahren wir mal wieder. Die da einen Güterzug rausgezogen haben vor mir. Wenn ich da bis Bobart noch ein bisschen Spaß habe.
Ja, bloß jetzt nicht drüber. Bitte, danke. Ankündigung für 100, alles klar. Ah, jetzt. Sehr gut. Moin zusammen. Oh, ist ja wirklich frei. Ja dann, Vollgas. Weiß nicht, soll ich mal kurz nachschauen, was da vor uns fährt? Andi. Oh, da liegt die IC. Oh, das sieht geil aus in der Kurve hier drin. Moin. Das haben bestimmt schon einige hier als Fotomotiv genutzt, die Kurve da. So flott damit die 130 da rein. Ach nö. Das machen die doch mit Absicht. Und jetzt ist wieder grün. Ach Mann. Ansonsten fahren wir einfach mal ein bisschen langsamer. Weil jedes Mal auf Halt zeigen und hindonnern ist ungeil. Dabei ist es natürlich interessant zu wissen, wie schnell der Zug vor mir fährt. Ja, 1,4 Kilometer. Wieder Halt zeigend. Da lassen wir mal rollen. Ja, jetzt hat es gerade wieder. Oh, Signal ist auch happy. Aber machen wir es ruhig. Hoffentlich, was auch immer da vor uns fährt, bleibt da im Bobrad stehen. Wobei, ich bin mir gerade nicht sicher, hat es da ein Ausweichgleis? Aber wir werden es gleich sehen. Okay, grüne Welle.
Okay, bei die 100 bleibe ich jetzt erstmal. Da komme ich hoffentlich nicht nochmal auf Halt zeigend. Bis zu unserem Halt. Oh, da habe ich letztens mit der KI noch was Interessantes beobachtet. Ich wollte ja nochmal so ein Störungsvideo machen mit, keine Ahnung, Störungsfaktor 20, 30 mit der 101. Und bin dann für mich mal losgefahren, hat dann in die Störung drin. Und wusste nicht, wie sie beben konnte. Und dann stand ich dann recht lange auf der Strecke drauf. Und der ist dann hergegangen und hat das Signal zurückgenommen. Was ich grundsätzlich verstehen kann. Und hat angefangen, die Züge auf dem linken Gleis um mich herumzuleiten. Das fand ich noch spannend, dass die KI das macht. Also ich weiß nicht, ob die das jetzt immer macht, aber zumindest bei dem einen Fall war es interessant zu beobachten. Kann man ein bisschen Störung simulieren. Wo ist es denn? Da hinten in der Ecke. Naja, sehen wir den Übeltäter da hinten? Und es ist wieder frei. Ja, natürlich. Ne? So, 500 Hertz haben wir da los, sehr gut. Das ist so krass. Ja, da freut sich die Umwelt. Aber das sieht teilweise bei den englischen Diesellokomotiven noch krass aus, wenn die einen Kaltstart hinlegen. Alter, was da alles an Rauch rauskommt. Gerade bei so einer Class 47 oder 40. Krasses Teil. Da habe ich sogar mal ein Video gesehen, da ist das Ding in der Halle, also so halb in der Halle drin gestanden. War so im Winter, Kaltstart. Ja, das hat keine Minute gedauert und die Lok war nicht mehr zu sehen. War lauter Rennnebel. Ja, und was auch immer da vor uns fährt, fährt auch nach wie vor uns. Hier steht nichts rum. Schönen guten Tag zusammen. Ja, wunderbar. So, Türen auf. Störung? Alles wie immer. Okay, ich mache mal hier ganz kurz eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Dranbleiben. So, drei. Es ist soweit. Mein Zimmer ist wieder runtergekühlt. Ich sag's euch. Klimaanlagen sind was echt Tolles. Schließvorgang eingeleitet. Okay, nächster Halt Koblenz. Sollte nicht mal allzu weit sein. Ja, genau, 13 Kilometer.
Dann schauen wir mal, dass wir da hier ohne Zwangsbremsung hinkommen. Das wäre sehr schön. Und befreit. So, drück mal von hinten rein. Perfekt. Wo geht's denn da hin? Was ist das für eine Steilstrecke hier? Jedenfalls eine ganz ordentliche Steigung da oben drauf. Zu dem. Klein Tick zu schnell. Ah ja, das passt schon. Können wir da mal wieder ausmachen. Ja, aber so unterm Strich, glaube ich, sind wir eigentlich sehr gut durchgekommen. Bis auf die etwas stärkeren Bremsungen. Aber handelbar. Die Fahrgäste nicht ganz so happy sein. Was ich bei dem ganzen Set ein bisschen schade finde, ist, dass wir da keinen Restaurantwagen mit dabei haben. Das wäre eigentlich nur schön gewesen. Aber jetzt gerade mit der Zugkomposition, wenn da für Trains in World 5 der echte Schaffner-Modus dann mal wirklich kommen sollte, den du dann immer nutzen kannst, theoretisch. Das ist so die Vermutung, da ist das Set natürlich halt mega geil. Stell dich mal vor, da sind da so Features mit dabei. Also, ich glaube nicht, dass das kommen wird, aber cool wär's. Also Fahrgäste dabei sind, die irgendwie so rüpelig da sind und dann kannst du dann irgendwie sagen, ja, beim nächsten Bahnhof dann brauchst du die Polizei oder sowas und holst sie dann raus, dass du solche Sonderfälle hast oder irgendjemand versteckt sich auf dem Klo, dass auch das irgendwie kontrollieren musst. Ja, 140. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Oh, das habe ich gerade. Moin. Ich war nicht gerade schnell unterwegs. Ich habe jetzt von Wizz Air, das ist ja die polnische Billigfluglinie, ein Newsletter bekommen. Es gibt jetzt All You Can Fly. Da zahlst du, ich glaube, jetzt im Anfangsding sind es 499 und wenn es dann fertig ist, 600 irgendwas. Und dann kannst du quasi das ganze Jahr über auf einer internationalen Linie quasi da Anführungszeichen kostenlos rumfliegen. Mit dem Nachteil, dass du erst 3 Tage vor Abflug buchen kannst und dann bist du quasi wie auf zweiter Klasse. Wenn der Flug nicht voll ist, dann bekommst du halt kein Ticket. Also du musst da Lust drauf haben, spontan zu fliegen und dann hoffen, dass es was wird. Und ich habe mir ernsthaft überlegt, ob das nicht was wäre, dass ich mir das hole, weil dann kann ich dann öfter nach Polen. Weil das mit dem spontanen sein ist jetzt nicht so wirklich ein Problem. Eventuell muss er dann beim Rückflug dann einfach schauen, dass man zumindest den irgendwie bucht oder so. Ich meine, es ist dann schon ein Risiko, wenn du dann irgendwo hinfliegst und der Rückflug geht dann nicht. Dann könnte es vielleicht teuer werden. Andererseits, wenn man die Kostenrechnung macht, wie oft hast du vor, nach Polen runterzufliegen? Wenn das irgendwie nur 2-3 Mal im Jahr ist, dann ist vermutlich der Einzelflug günstiger, oder die Einzelflüge günstiger, als wie dieses Kombipaket. Ja, hast du gerade nochmal umgeschalten hier.
der letzte Flug, den ich so gezahlt habe, also von Basel bis nach Warschau, ich glaube, das war nicht ganz 100 Euro. Also insgesamt. Also, je nachdem, was man bucht, dann ist es so irgendwo zwischen 100 und 200 Euro. Das ist gefühlt sowieso immer total random, was die Flüge kosten. Naja, hier jetzt, okay. Ja, bremsen wir wieder runter. Das war ja klar, dass wir da jetzt nochmal runter dürfen. Spiel. Es ging halt schon wieder auf Fahrt. Ich würde es fies finden, wenn da einfach mal so eine langsame Dieselschleuder vor uns fährt. Nee, aber die Überlegung war mit dem All You Can Fly, dass wir doch ein paar Wochenende nehmen, immer halt nach Warschau. Und da war es immer spontan nochmal schnell wohin fahre. Übers Wochenende. Und dann ein bisschen so die Bahn dokumentiere. Aber da muss ich jetzt wirklich ein paar Mal runterfliegen. Sonst wird das nichts. Und das Problem ist, also mit der Buchung, also du musst 3 Tage vorher buchen wegen diesem neuen EU-Gesetz da, wegen dieser Passagieranmeldung. Und da kannst du es nicht irgendwie kürzer machen. Das macht die Wochenendplanung dann ein bisschen kompliziert, aber machbar. So, entschuldigt diese kleine Unterbrechung, aber da hat man Sounds gehört, die man nicht hören sollte. Audio Setup ist momentan am Mess hier gerade bei mir, indem ich das alles neu gemacht habe. Da sind Programme jetzt der Meinung, ja, jetzt müssen wir mal auf dem Audiogerät jetzt unsere Sounds abspielen, wo ich es nicht haben will. Super geil, ich hasse sowas, wenn ich sowas neu einrichten darf. Weil ich habe mir das vorher am Anfang immer so richtig schön eingestellt. Also ich habe ja da diverse Audiogeräte, wo es dann hier ins Mischpult reingehen. Zum Beispiel Discord geht auf ein bestimmtes Gerät rein. Die Spiele, die ich da spiele, auf ein bestimmtes Gerät, also Anschluss im Mischpult, damit ich das auf OBS abgreifen kann, das Mikrofon und so weiter. Und wenn dann irgendwie die anderen Sachen von mir rogue gehen und auf Audiospuren drauf sind, wo sie nicht drauf sein sollten, habe ich dann ganz viel Spaß. Die Probleme eines Streamers oder YouTubers. Ja, Stichwort Stream, sollte ich eigentlich auch mal wieder öfter machen. Ich sag das die ganze Zeit und dann mache ich es wieder so selten. Ich würde irgendwie gerne mehr öfter Stellwerken livestreamen. Aber ich habe dann immer das Bedenken, dass vielleicht das Stream dann langweilig sein kann, weil da hat man, also gerade bei TD2, oft sehr lange Trockenphasen, wo dann nichts passiert. Und das ist dann für den Stream ein bisschen langweilig. Das kriegt man ja bei den Videos auf YouTube gar nicht mehr so mit, weil da einfach die ganzen Pausen rausgeschnitten sind. Aber ich habe mir schon mal überlegt, ob man dann nicht zum Beispiel irgendwie auf YouTube was anguckt währenddessen. So als Überbrückung. Und dann halt fürs Finale wieder das Ganze dann wieder ausgeschnitten ist. Schon mal gucken. Irgendwie brauchen wir ein anständiges Livestream-Konzept. So, mein Kollege. 3,2 Kilometer. Dann haben wir es geschafft. Moment. War das der Kollege, der mich da jetzt ein paar Mal ausgebremst hat? Vermutlich. Ich glaube jetzt nicht, dass wir nochmal eine Bremsung bekommen. Bis Koblenz. Entschuldigung. Jo, grüne Welle.
So, let's break. Ach nö. Ja, wobei, das ist dann für den Bönhof. Keine Weiterfahrt, die Strecke geht nicht weiter. Ja, oha, steht denn da rum? Schönen guten Tag. Moin sehen. Liebe Leute, wir haben es unfallfrei geschafft, ohne größeren Zwangsbremsungen. Ich bin stolz auf mich. Bremsen hätte noch ein bisschen sanfter sein können, aber ansonsten glaube ich, war es eine erfolgreiche Fahrt. Keine Störung gekommen, obwohl ich den Störungsfaktor noch ein bisschen hochgedreht habe. Gut, bis auf die eine Sache mit dem Hauptschalter. Promenade. Oh, dieses Quietschen. Mal sehen. Jo, nicht das Beste, aber passt. Okay, steigen wir aus. Zum Abschluss noch einmal raus hier. Tür auf, bitte. Dankeschön. Okay, das war's mit der Fahrt. Hat mir Spaß gemacht. Mal schauen, was ich vielleicht sonst noch Interessantes finde hier mit der neuen Expert-Line. Was es da noch so gibt. Und dann mal gucken, was das nächste Abenteuer ist. Wobei, das nächste Video könnte dann schon TSW 5 Video sein. Zumindest fürs Announcement. Weil es ist jetzt nicht mehr so weit. Stand von dem Video heute ist der 15.8. Warte, dass ihr eine Referenz habt. Bis dann. Gute Fahrt. Macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.